Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und mit einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und wir wollen doch heute mal schauen, wie es mit der Aya weitergeht und mit der Quest das Nachspiel. In der letzten Folge haben wir herausgefunden, dass uns Cleopatra betrogen hat sozusagen und nur ihr Spiel spielen wollte. Schauen wir mal, wie sie weitergeht. Ich werde Cleopatra vernichten für das, was sie getan hat. Konzentrieren wir uns auf unser Vorhaben. Was ist übrig, Bayek? Nenn mir eine Sache, die uns noch bleibt. Siva. Der Rest unseres Landes. Wir dürfen nicht aufgeben, Aya. Wir suchen immer noch Hemus Mörder. Ja, wir werden nicht aufgeben. Ich gebe niemals auf. So, jetzt bin ich ja gespannt, wie wir in das Grab hineinkommen. Es ist zu lange her, dass wir für mehr als ein paar Tage zusammen waren. Ja, es scheint nur Momente her. Aya, er ist nicht einfach, der Weg, dem wir folgen. Aber nur, wenn du die Tage zählst und nicht die Ziele, Bayek. Komm, beeilen wir uns. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Hier ist doch irgendwas im Gange. Etwas ist faul. Das sind alles Römer. Caesars Männer? Die werden sie wohl sein müssen, wenn es Römer sind. Wo sie denn? Okay, hier sind wir, glaube ich, schon mal in einer vorherigen Folge schon mal gewesen. So, ein Grab von Alexander dem Großen. Erreiche das Grab von Alexander. Okay, das habe ich doch. Das geht hier hinten, glaube ich, rein, oder? Hier unten kämpfen auf jeden Fall welche. Wir dürfen uns nicht sehen lassen. Apollodoros! Wir müssen uns beeilen. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Aber wir gehören hier. Endlich. Jemand, den wir töten können. Der gesessen. Jo, Baby. Hör auf zu zappeln. Du überlebst und nach. Tut mir leid. Er tötete euren Sohn. Sie waren hier. Sie nahmen mir die Sphäre ab. Sie gehen nach Siva. Siva? Balk, Aya. Euer Volk ist in Gefahr. Geht los. Okay, dann gehen wir doch mal dahin zurück, wo alles anfing, glaube ich. Nach Siva. Apollodoros. In das Haus des Hades. Der Löwe Flavius. Außenbezirke von Siva. Der Wind wird stärker. Nicht gut. Hm. Es ist völlig still. Sogar die Tiere. Ah, irgendeine Plage hat das Dorf befallen. Das war diese Viper Flavius. Wir hätten ihm längst die Eingeweide rausreißen sollen. Gehen wir in das Gewölbe.
Oh, die sind alle anscheinend krank. Die ganzen Leute sind krank. Oh, wow, wow. Römische Soldaten. Sicher Flavius Männer. Und hier durch. Wow. Wo müssen wir hin? Wir müssen dort rüber. Wenn wir am Strand entlang reiten, müssten wir doch eigentlich langkommen. Ohne kämpfen zu müssen, sage ich jetzt mal. Alles komplett still hier, alles ausgestorben. Okay. So, wo ist Aya? Ich natürlich bin nicht mitgekommen. Schon mal Dämme hier hoch. Hier scheint es aber auch komplett ruhig zu sein. Okay. Genau, trotzdem mal langsam, vor nicht, dass es eine Falle ist. So, Ruhe und Puff. Nee, wo muss ich denn jetzt hier hin? Ich hole mal mein... Muss doch aber hier sein, oder? Ach, das ist unten. Hier kommen wir noch links runter, oder? Der hieß ja sein Sohn getötet worden damals. Genau dort hinten war das nämlich. Stark befestigt. Benimm dich, Liebster. Ja,
So sieht nämlich aus, Jungs. Und nicht anders. Das Gewölbe! Da, das Gewölbe. Sie haben Angst vor der Tür. Sie fliehen. Vorsicht, wir wissen nicht, was da drin ist. Wir müssen wissen, was passiert ist. Bayek, ist das ein Traum? Wir sind in Eduard. Wer könnte sich ein solches Land vorstellen? Kein Mensch sollte den Göttern so nahe kommen. Okay. Die Duat. Wer hat das erschaffen? Die Götter selbst? Das ist die Geschichte der Menschheit. Bayek? Bayek. Das ist Hepzifer. Oh, mein Senni. Dein Leben endet hier im Wüstenstaub. Sie nahmen mir den engsten Freund. Schnell, halten wir Flavius auf. Nein! Wir können ihn nicht hier lassen. Er verdient eine Beisetzung. Geh voran, Bayek. Ich bin okay. Hepzifer wusste nichts. Schauen wir doch mal, wo wir ihn hintragen müssen. Es gab keinen Grund, ihn zu töten. Flavius riss ihm das Herz raus als Botschaft an mich. Er hat Remo getötet. Mein Gefährte, bringen wir es zu Ende. Müsste ja normalerweise reichen, wenn wir ihn dort hinten hintragen. Aber das sehen wir jetzt dann gleich. Bayek! Ah. Du hast Hepzifer ge... Ich sah, was passiert ist. Es war furchtbar. Die römischen Anführer betraten das Tempelgewölbe. Septimius und Flavius. Die Objekte, die sie trugen, öffneten es wie von Gottes Hand. Hepzifer wollte sie aufhalten. Doch gegen sie war er machtlos. Sie betraten das Gewölbe. Ein blaues Feuer kam heraus. Ich lief um mein Leben. Das ganze Dorf verlor das Bewusstsein und fiel zu Boden wie Puppen. Sie haben Siva zerstört. Sie müssen sterben. Ihr müsst ihm ein Ende setzen. Bayek, Aya. Die Gebete des ganzen Dorfes werden euch unterstützen. Lass uns Hepzifer zur Ruhe bitten. Und dann sorgen wir für Gerechtigkeit. Und dort haben wir auch schon kurz den Flavius gesehen. Der Gegner. Lasst die Einbalsamierer kommen. Wir beten, dass Anubis dieses Schmuckstück statt seines Herzens annimmt, auf das Hepzifer frei im Gefilde der Binsen wandeln kann. Hepzifer, alter Freund. So. Ah, Hepzifer. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen, Senni. So, sprich mit Rabia. Bayek, Hepzifer hätte gewollt, dass du das bekommst. Die Waffe, die er allen anderen vorzog. Eine Ehre. Oh, Stufe 32, Hepzifer Schwert. Das können wir leider noch nicht anlegen, wir sind noch keine, sind noch nicht 32. Okay, sprich mit Aya. Die Dorfbewohner haben einen Römer gefangen und verhört. Flavius will nach Kyrene und Septimius nach Alexandria.
Ich töte Flavius. Es gibt einen Hof an der Grenze zu Kyrene. Vielleicht hat dort jemand Flavius durchreisen sehen. Was mich angeht, ich werde Septimius das Herz herausschneiden. Ich habe das Gefühl, dass uns das Unglück verfolgt, wohin wir auch gehen. Vielleicht sollten wir uns doch trennen. Es ist schwer. Ich will nicht loslassen, aber... Jedes Mal, wenn ich an dich denke, denke ich an Chemu und an alles, was wir verloren haben. Ich auch. Also vorläufig töten wir. Leb wohl, Arya. Okay. So, Reise in die Kyrenakaia. Kyrenakaia, kann er sich aussprechen, das Wort. Flavius muss an einem Hof in der Kyrenakaia vorbeigekommen sein. So, oh, ist ganz schön weit weg. 2300 Meter. Schauen wir doch mal, wo das ist. Es ist ein neues Gebiet anscheinend, alles klar. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle einen Cut und schauen dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich wollte aber in der nächsten Folge eigentlich was ganz anderes machen. Und zwar wollte ich die Quest hier machen, ein Geschenk der Götter. Und das ist, glaube ich, auch die Quest von Final Fantasy. Also so eine Bonus-Quest oder sowas. Aber das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal mit den anderen Let's Plays. Und würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dahin, ciao, ciao. Euer Andi.